Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Auto, Stern und einer lustigen Angabe wie zum Beispiel das hier, drei Stern. Ups. Drei Stern. Oder drei. Okay? Das erfahren wir in diesem Video. So, wenn wir Höhen- oder Breitenangaben haben in WebPF, können wir ja Folgendes machen. Wir können sagen, wir haben eine Height von 20. Dann sind es 20, nicht ganz Pixel, sondern irgendwie so kalkulierte Pixel-Varianten, weil WebPF immer umrechnet, je nachdem, wie viele dpi der Bildschirm kann, wären ja 20 Pixel teilweise sehr klein. Und er rechnet das dann noch gegen mit den dpi und mit den Windows-Einstellungen etc. etc. und dann kommt er auf einen entsprechenden Wert. So, was ist, wenn ich jetzt hier habe 20, 30, 40? Ja, dann sind das 20, 30 und 40 Pixel. Aber was ist, wenn ich habe 20, 30, 40 Stern? Was heißt das jetzt? Dann heißt das, dieses Stern heißt im Verhältnis zu. Also er nimmt die gesamte verfügbare Höhe in dem Fall, nimmt 100% und dann hätten wir hier, okay, 2 Neuntel sozusagen wäre das, 3 Neuntel der Höhe bekommt diese Zeile und 4 Neuntel bekommt diese Zeile. Also mit den Sternen kann man die Sachen immer ins Verhältnis setzen. So, was ist jetzt aber, wenn ich Auto verwende? Man sieht es auch oben recht schön, dass diese unterschiedlich hoch sind. Und was ist, wenn ich jetzt Auto verwende? Bei Auto passiert Folgendes. Das heißt, die Höhe passt sich dem Inhalt an, was der Inhalt braucht. Und in dem Fall gibt es eben so Buttons und diese Buttons, die haben da eine bestimmte Größe und einen Abstand und daher ergibt sich durch Auto die Höhe. Also Auto Höhe, die er braucht. Row Definition Height ist gleich Stern, heißt Höhe, die er bekommen kann. Also hier haben wir Stern, nimm die restliche verfügbare Höhe und bei Auto nimmt er nur die Höhe, die er wirklich hat, braucht. Und wenn ich sage, sozusagen, der untere Bereich soll sich mit dem Fenster vergrößern, dann nehme ich hier Höhe Stern. Gut, viel Spaß beim Selbstausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.